euch, dass die Jugend da ist. Ich begrüße euch einmal als allererste ganz, ganz herzlich. Ihr seid vom Dynamo Seri natürlich. Ja. Wie ist euch gegangen beim letzten Lauf, den ihr gehabt habt? Ja. Gut, ja. Wo war der? War der beim Weinviertel Lauf gehabt? Ja. Ja. Und wo? Wo war es das letzte? Das letzte war in Deutschwagen. In Deutschwagen, okay. Das ist immer ein eher großer Lauf, da sind auch viele Kinder. Ja. Deutschwagen, ja. 016 Startnummern. Ich weiß jetzt nicht, ob das heißt, dass wir auch mitlaufen sollen. Gibt. Und dass es diesen Abend und späten Nachmittag gibt, ist dem Sportstarter Michael Kramer und dem Markus Michelisch zu verdanken, weil das ist schon der erste Schritt in Richtung Professionalisierung des Startlaufs, die dringend notwendig war in unserer großen Stadtgemeinde. War es schon wichtig, eine liebgewonnene und traditionelle Veranstaltung auf Beine zu stellen, die auch der Größe und der Breite der anderen Veranstaltungen in der Stadtgemeinde gerecht wird, die auch zusammen mit dem größten und am besten funktionierenden Laufverein in der Stadtgemeinde, dem Dynamo Seiring, gemacht wird. Und die Liste der Sponsoren spricht ja Bände darüber, dass das eine besondere Veranstaltung wird. Also danke mal, danke an dich, aber natürlich auch danke an dich, lieber Markus. Die Idee, den Stadtlauf neu zu organisieren, ist vor circa 2 Jahren entstanden und seitdem ist der viel Arbeit, wie schon erwähnt, eingeflossen. Und mit dem Markus Michelic an meiner Seite oder als Partner, starker Partner, wäre es unmöglich und undenkbar gewesen, dass derart, und so wie es jetzt in diesem Heft, in der Broschüre zusammengefasst ist, es wäre unmöglich gewesen, das zu realisieren. Also danke an dich, Markus. Ich freue mich auf eine spannende Präsentation. Ich freue mich heuer auf den 15. Stadtlauf von Gerersdorf, aber auf den ersten, den wir mit dir als Partner organisieren, beziehungsweise den ersten, den du als Partner organisiert hast. Danke, Markus. Danke euch. Ja. Bitte, Markus. Gerne, ja. Also ich möchte auch alle ganz herzlich begrüßen, bedanke mich für die Einladung und bedanke mich auch bei der Stadt für die Möglichkeit, dass wir hier eine Präsentation machen können von dem, was sozusagen jetzt im September auf uns wartet. Es war nicht leicht, hier etwas Neues zu machen und doch etwas Traditionelles und Liebgewordenes beizubehalten. Das war auch für mich in der Aufgabenstellung eine ziemliche Gratwanderung, aber ich habe mich bemüht, wirklich hier auch das vieles Gutes, was bei diesem Lauf ist, wirklich alles beizubehalten und ein paar Änderungen sozusagen herbeizuführen, wo ich mir denke, da können wir gemeinsam mit der Stadt wirklich einen schönen, erfolgreichen Stadtlauf in Zukunft auf die Beine stellen. Es geht um eine Neukonzeptionierung insofern, dass der Stadtlauf zurück ins Zentrum verlegt wird. Sie sehen an der Landkarte, wo sich die letzten 14 Jahre, wo sich die Menschen bewegt haben, und zwar war das in der Schulgasse in Richtung Badeteich, ging ja dann noch weiter westlich. Ich habe jetzt hier einfach einen Kreis gezogen und es soll dann ab 2016 sozusagen im Stadtzentrum sozusagen stattfinden. Und das wird sich auch im Eventgelände ein bisschen präsentieren, Fahrwiese, da werden wir ein Festzelt haben und werden wir brauchen, weil sich am Programm auch ein wenig was ändert. Die WCs, die Duschen und die Umkleidemöglichkeit besteht direkt in der Mittelschule gegenüber. Und Sie sehen den blauen Bereich, das ist der Startzielbogen. Von da wird weggelaufen. Das ist unmittelbar hinter dem Fußgängerübergang, wird in Richtung des Bahnhofes dann gestartet. Und zwar alle Strecken werden so weglaufen und man kommt dann von oben wieder rein. Da gibt es dann eine Verpflegestelle und läuft dann hier direkt beim Rathaus vorbei und wieder in die nächsten Runden. Bei Veranstaltungen wird immer von Zielgruppen gesprochen. Die Zielgruppe war und ist und wird es immer bleiben, sind Kinder und Erwachsene. Ja, Hobbysportler, aber auch Sportler, die ambitionierter sich bewegen wollen. Also es gibt Kinderläufe, es gibt Nordic Walking, es gibt Staffelläufe, wo man nur 2,5 Kilometer läuft und. Also es ist wirklich ein vielfältiges Programm, so dass sich jede und jeder hier nach seinen Ermessen und seinen Möglichkeiten bewegen kann. Ich habe Ihnen kurz hier die Strecke der Kinder aufgezeichnet. Da ändert sich
bis auf die Streckenführung nichts. Sie ist die Minis und für die Kinder je einen Kilometer bzw. zwei Kilometer lang eine Runde oder für die Kinder dann zwei Runden. Da werden wir noch einen Wendepunkt schaffen, wo dann umgedreht wird. Ganz toll, dass das jetzt mitten im Zentrum stattfinden kann. Die betroffenen Anrainer werden noch rechtzeitig informiert. Zusätzlich haben wir dann noch die Strecke der Erwachsenen, wie Sie hier jetzt sehen. Die geht runter fast bis zum, bis zum Bahnhof, dann geht es da hinauf in Richtung von der Olive und dann wieder westlich über diesen wirklich schönen, mit Bäumen bewachsenen Weg. Und dann kommen wir da oben zu der Stelle, wo wir eben durch, durch das Gut des Herrn Hubert durchlaufen dürfen, um dann in die Nebenfahrbahn oder in die Peter-Paul-Straße hineinzukommen. Das ist dann hier, wo wir sozusagen wieder hinunterlaufen dürfen. Das ist die Saringerstraße und das war eben das große Problem, dass wir die nicht sperren durften. Da geht es dann hinunter, da hält man dann wieder die Verpflegung und dann geht es die Kirchengasse beim Rathaus vorbei und wieder da auf die Strecke da raus und da kommen dann daher und feiern ein bisschen vor dem Lauf, wenn man dann auf den Lauftag. Wo findet statt? Das findet statt im Zelt auf der Pfarrwiese, das wird dementsprechend auch alles hergerichtet und Michi Kram hat sich da schon einiges diesbezüglich überlegt. Ja, dann, wir haben schon um 14.30 Uhr die Kindersiegerehrungen, falls nur Kinder laufen, dass die Eltern nicht so lange warten müssen. Es wird auch ein Kinderprogramm geben, alles auf der Pfarrhofwiese. Und um 15 Uhr startet dann der Hobbylauf mit dem Nordic Walking-Bewerb gemeinsam, wobei die Nordic Walker hinter den Hobbyläufern starten werden. Und um 16.30 Uhr ist dann der Start des 15. Gerasdorfer Stadtlaufs. Vor allen Dingen auch Staffelläufer, die da mitrennen. 17.30 Uhr Siegerehrung vom Hobbylauf, das beginnt dann schon 18 Uhr. Die ganzen Siegerehrungen rund um den Stadtlauf, den schnellsten Gerasdorfer und so weiter. Also Sonderpreise werden wir da haben. Und natürlich auch wird es ein Ranking von der Laufliga geben. Das können wir dann aber erst ein paar Tage später im Internet präsentieren, weil die noch Zeit brauchen zum Ausrechnen. Und um 19.30 Uhr wird es dann noch eine Band geben, die spielt. Das ist die Partyband 2000, die sozusagen jetzt das Abschlussprogramm dieses Tages bestreiten werden. Und wer dann noch Kraft hat oder seine Muskeln auslockern möchte, der fährt am 25.09. mit dem Rad und kann sich sozusagen hier seinen erworbenen, wohlverdienten Muskelkater ausradeln. Das ist, glaube ich, auch nicht so schlecht. 25.09. auch dafür steht das Festzelt natürlich zur Verfügung, die Bühne, die drinnen steht und so weiter. Das ist der Sinn, dass man das auch mehrfach nutzt und wir schauen uns einfach an und da muss dann die Stadt entscheiden, wie das mit Gerasdorf Rad direkt nach dem Lauf sozusagen funktioniert. Wir haben einiges an Neuigkeiten sonst noch zu bieten, was Öffentlichkeitsarbeit betrifft. Es gibt eine Website www.gerasdorfer-stadtlauf.at, wo ich jetzt versuche auch wirklich die neuesten Neuigkeiten noch immer draufzustellen. Keine Website ist so aktuell wie Facebook, das wissen wir auch. Da haben wir natürlich, sind wir auch vertreten mit einer eigenen Seite, aber auch mittlerweile mit einer Veranstaltung dazu. Die Veranstaltungen, das ist eine eigene Wissenschaft auf Facebook, die verteilen sich dann noch viel schneller. Wir sind erstmalig dabei im Weinviertler Laufcup. Das freut mich ganz besonders. Der Weinviertler Laufcup ist eine große Laufcup-Serie, eine sehr traditionelle, eben wie der Name schon sagt, im Weinviertel und Gerasdorf als die Tür ins Weinviertel, so wie ich das geografisch verstehe, ist natürlich schön, dass wir da dabei sein können. Max von Sports ist halt kein reiner Zeitmesser, sondern im Gegenteil, wir machen das erst seit kurzem, seit ungefähr 3 Jahren. Begonnen hat das Ganze schon 1999, wo wir die ersten waren, die im Laufsport im Internet eine Berichterstattung gemacht haben, also von Live-Videos, Bilder und Reportagen. Unser Geschäftsfeld setzt sich eigentlich aus 3 Sachen zusammen, nämlich wir sind ein digitales Medium, da wo halt News sind von Laufsport, Trainingstipps sind, Bilder und Videos zurück bis ins Jahr 2004 kann man sich Veranstaltungen anschauen bei uns. Dann dem Register, also der Anmeldung. Über diese Anmeldung und das digitale Medium haben wir eine Registrierung, wo man sich dann auch einfach anmelden kann, Vorteile hat. Wir haben derzeit 291.000 aktive Läuferinnen und Läufer, die bei uns registriert sind, also die wir auf Knopfdruck ansprechen und Werbung machen können für unsere Partnerveranstalter.
Und wie gesagt, seit ungefähr 3-3,5 Jahren das Timing neu. Wir lassen uns von der österreichischen Webanalyse messen, so wie ein Kurier, ein Standard, eine Kronenzeitung, um auch die Zugriffe halt belegbar zu machen für die Partner, nämlich die Veranstalter, dann wieder die Partner der Veranstalter, um also auch da Werbeleistungen herzuzeigen. Man kann also im Nachhinein sagen, was hat der Markus für Werbeleistung für Gerlersdorf zum Beispiel gebracht oder für seine Partner. Die WBA sagt derzeit, dass wir ungefähr 200.000 Unique Clients pro Monat erreichen auf unserer Plattform. Also man kann es ungefähr mit Personen gleichsetzen, diese Unique Clients. Wir haben einen Newsletter, den wir zweimal im Monat aussenden, diese 291.000 Personen. Also so sieht das ungefähr aus, was wir machen. Das Register ist 2004 ins Leben gerufen worden. Das heißt, Anmeldung zu den größten Laufsport-Events ist halt über unser Anmeldesystem möglich, wo wir auch abbilden können, wenn wir Werbung machen, wie steigt die Teilnehmeranzahl zu diesem Lauf. Und bis jetzt haben wir es noch immer geschafft, jedem Lauf mehr Teilnehmer zu bringen. Egal, ob das ein kleiner oder ein großer Lauf. Da sieht man halt so die Details dahinter, also sämtliche Zahlungsarten, das Ganze ist gesichert in einem Rechenzentrum. Seit 2004 ist unser einziger nichts passiert mit dem Geld, wir speichern keine Bankdaten und so weiter. Also auch die Sicherheit ist da ein großes Thema bei uns. Diese Anmeldung steht in direkter Verbindung mit der neuen Zeitmessung, das heißt mit der Anmeldung wissen wir ja, wer das ist, drucken einen QR-Code drauf und wenn jemand beim Gerlersdorfer Startlauf ins Ziel kommt, kann er mit Handy seinen QR-Code scannen, einfach das Handy hinhalten und er kommt direkt zu seinem Ergebnis hin, nämlich mit Endzeit, Zwischenzeit, vorläufige Platzierung, ohne dass er suchen muss, blättern muss, auch nicht, Handy hinhalten und fertig ist die Geschichte. Alle anderen Vorteile von einem System haben die Teilnehmer sowieso, also man könnte Gutscheincodes für Partner ausgeben, man könnte sagen, wenn einer schon dreimal mitgelaufen ist und wir wissen das, auch wenn es ein anderer Veranstalter war, dann kriegt er einen Gutschein oder wir fangen das für die Zukunft an, wenn er heuer mitläuft, kriegt er nächstes, Jahr einen Rabatt, also auch um die Teilnehmeranzahl zu steigern. Ja, und das Thema Timing, das haben wir begonnen, weil der Markt einfach nach einer Gesamtlösung verlangt hat und da sieht man, wie innovativ der Markus als Veranstalter ist. Wir sind eigentlich groß geworden wegen Markus, der war der erste Veranstalter, der gesagt hat, testet dieses System. Also wir haben ein Startnummernsystem, die RFID-Chips sind da drin und jeder, auch die Konkurrenz, auch auf Wikipedia steht, bei einem Regen geht es halt nicht. Jetzt haben wir in Düsseldorf bei 12.000 Teilnehmern, haben wir 6 nicht erfasst. Da ist Stadionwirt ausgefallen, der Moderator ist nicht mehr gegangen, kein Strom war da, Zeitmessung ist noch gegangen. Der Markus hat uns als erster vertraut und dann haben wir ein Jahr später drauf, weil es keiner glauben hat können, also wir haben Leute eingeschaut, 50.000 Zieleinläufe gehabt, letztes Jahr haben wir 200.000 gehabt, heuer haben wir 400.000 Zieleinläufe mit unserem System. Wir betreuen zum Beispiel die größte deutsche Firmenlaufmeisterschaft, die ist in, wie viel kann, du magst das, 17 Städten, wo in Stadien eingelaufen wird. An die 200.000 Läuferinnen und Läufer von der Firma Infront, also dem größten Sportvermarkt hat. In Tschechien sind wir seit heuer das erste Mal am Markt, haben 80.000 Zieleinläufe, Parkmarathon, Halbmarathon, kommt dazu, Olmütz, Budweis und so weiter. Man muss sagen, es hätte keiner getraut und so eine neue Technik hätte auch keiner gesetzt, weil zeitmäßig ein sehr heikles Thema ist. Der Markus hat damals vertraut und eigentlich muss man sagen, verdankt man ihm das, was wir heute sind. Wir haben aber nicht nur die Zeitmessung, wir bringen zum Beispiel einen Zieleinlauf mit einem 12-Sekunden-Video von jedem Teilnehmer innerhalb von 20 Stunden vollautomatisiert. Andere brauchen 5 Tage bis 7 Tage alleine, um Fotos online zu stellen. Das System hat einen Vorteil, es gibt halt keine Anstellen, man gibt dann die Startnummer und fertig erledigt. Man zahlt keine Gebühr, also keine Leihgebühr, mit der Startnummer hat man einfach alles in der Hand. Vielleicht zeigst du mal kurz den Chip her. Genau. Also das ganze System, deswegen haben wir ungefähr 60 dieser RFID-Chips, die eigentlich aus der Warenwirtschaft kommen, getestet, aus der ganzen Welt. Das Ganze funktioniert mit einer Mischung aus einem australischen System, einer spanischen RFID-Chip und einer selbstgeschriebenen Software, um Filter zu setzen einfach. Was wir machen ist einfach Hauptmesspunkt und falls was ausfällt, Backup-Linie. Bei so Dirt Runs oder wo halt Leute ins Becken reinspringen oder in Kärnten läuft es, haben die Leute in Wörthersee reingesprungen mit der Startnummer, benutzt man
teilweise Nord-Backup-Linie dazu, um eine sichere Detektion zu haben. Also wir teilen uns die Aufgaben wie alle anderen auch und sagen, das Buffet ist eröffnet.